was ist Content ID und wie funktioniert das? Nur das Öffnen der Kommentarspalte, dann ist das im Meta, im Facebook-System ein Link. Eigentlich total missverständlich. Wahnsinn. Und niemand weiß das. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Dictus Deep Dive, deinem Musikbusiness-Podcast. Mein Name ist Lukas Schreiner, ich bin Head of Marketing bei Dictus. Hi, ich bin der Nico Pisano und ich bin der Network Manager hier bei Dictus. Und wir haben uns heute wie immer ein paar Fragen rausgeschrieben. Yes. Die wir dem anderen stellen. Willst du anfangen? Ich fange mal an. Okay. Ich glaube, die erste Frage ist ganz interessant. Kommt ja auch immer mal wieder gestellt. Warum sehe ich manche Tracks in Playlists und mein Kumpel nicht? Mhm. Das ist auch eine Frage, die jetzt nicht nur uns bei Dictus regelmäßig gestellt wird, sondern mir auch von den Artists auf meinem Label ständig gestellt wird. Spotify hat einige ihrer Editorial-Playlists auf personalisierte Playlists umgebaut. Ne? Im Fachjargon nennen einige Leute das Algotorial. Warum? Weil es dann im Endeffekt ein Mix aus einer Editorial-Playlist ist, so wie wir sie kennen, und einer algorithmisch generierten Playlist ist. Ja? Der Hauptunterschied zwischen so einer klassischen algorithmischen Playlist, wie zum Beispiel Release Radar oder Radio zum Beispiel, ist, dass die Tracks in dieser personalisierten Editorial, in dieser Algotorial, trotzdem von Kuratoren ausgewählt werden. Ne? Jetzt kann man grob sagen, wenn eine Playlist 100 Spots hat, dann wählt der Spotify-Kurator deutlich mehr Tracks aus. Keiner weiß genau, wie viele. Ich persönlich aus dem persönlichen Gefühl heraus würde sagen, vielleicht das Doppelte. Und dann kann man sich das ein bisschen so vorstellen, dann ist ein Backlog an Tracks, der algorithmisch rein und raus wandert. Und so siehst du nach deiner Hörgewohnheit einen Track, den ich vielleicht nicht sehe in der Playlist. Perfekt erklärt, würde ich sagen. Was vielleicht ganz wichtig noch zu erwähnen ist, dass es in diesen personalisierten Playlists trotzdem noch ein paar feste Spots gibt. Ne? Mhm. Also zurück zum Beispiel, Playlist hat 100 Tracks, dann sind vielleicht 10 oder 15 Tracks immer fest an dieser Position. Und die anderen 90 Tracks, 85 Tracks, die wechseln eben ihre Position je nach Hörgewohnheit der Person, die auf die Algotorial, personalisierte Editorial geklickt hat. Und während das natürlich für viele Labels und Artists eine große, große Chance darstellt, ganz einfach, weil der Backlog an Tracks, die jetzt auf eine Editorial kommen, größer ist, ist es natürlich auch der Fall, dass so eine Position in diesem algorithmischen Status der Playlist ein bisschen weniger Streams bringt, als er jetzt früher gebracht hätte. Ne? Also siehst du jetzt deinen Track auf Platz 35 zum Beispiel, dann sehe ich ihn eben zum Beispiel auf Platz, weiß ich nicht, 68. Ja, oder gar nicht. Oder gar nicht. Im nächsten Fall, ja. Und dementsprechend macht der Track dann da einfach ein bisschen weniger Streams, als wäre er einfach grundsätzlich auf Position 35, so wie das früher der Fall war. Deshalb, also für mich ein großer Sieg, ganz einfach, weil es mehr Chancen für alle gibt. Und es gibt ja da auch ein paar Strategien, wie man da ein bisschen mit arbeiten kann. Können wir gleich noch drauf eingehen. Ich glaube, grundsätzlich ist es ja aber auch was, woran Spotify verstärkt auch, glaube ich, dran arbeitet. Also immer mehr Playlisten werden ja auch in diesen Algotorial-Zustand, glaube ich, geswitcht. Ja. Ich glaube, alles in allem ist es halt auch wirklich was Gutes, weil du einfach auch diesen steigenden oder mit diesem steigenden Musikkatalog, der da jeden Tag irgendwie auf den Markt kommt, viel, viel besser mit klarkommst und auch ein Stück weit mehr Leuten einfach die Chance gibst, editoriell irgendwie auch stattzufinden. Mhm. Aber man merkt natürlich schon auch, gerade auch in der Performance auf den Playlisten, dass du, wenn du in diesem algorithmischen Zustand oder Algotorial-Zustand eben bist, dass es deutlich schwächer performt als jetzt zuvor. Aber ich sehe das gerade in Bezug jetzt auch auf, sag ich jetzt mal, umstrittenere Genres, die einfach von Leuten komplett unterschiedlich interpretiert werden, sehr interessant, also unter dem Aspekt. Beispielsweise Techno. Wir haben eine eigene Techno-Playlist, die wir eher nach diesem Beatport-Techno kuratieren.
die findet ja zum Beispiel auf Spotify, findet die schon statt, ja. Aber wir merken ja, wenn wir andere Techno-Playlisten analysieren, dass es ja eher so dieses TikTok-Techno, dieses kommerzielle, neuartigere Techno ist, was da gesucht wird und was von den Hörern auch gehört wird. Ich könnte mir halt vorstellen, dass auch gerade eben langfristig dann vielleicht auch so eine Techno-Bunker über diese Hörgewohnheiten der einzelnen Listener dann eben auch eine Techno-Bunker entsprechend unterschiedlich kuratiert. Dass es dann eben sowohl den TikTok-Hörer abholt, als auch eben den Beatport-Techno-Hörer. Und im Endeffekt beide Genres so ein Stück weit, wo es das Gleiche im Endeffekt sein sollte, bedient und den Hörer auch glücklich macht. Keine Ahnung, ich habe so im Gefühl, dass das so ein bisschen die Entwicklung ist. Ich finde es total clever, weil ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht. Also gerade das, da kann man ja dann auf Spotify-Seite tatsächlich sagen, okay, in den Techno-Bunker, ja, da sucht man sich 100 Tracks aus, die sind in diesem Techno-Stil, 100 Tracks aus, die sind in diesem Techno-Stil und 100, die sind in diesem Techno-Stil. Und dann kann man ja praktisch, dann wird algorithmisch sowieso reingeschoben, was eben deine Hörgewohnheit ist. Das finde ich schon ganz schön clever. Ja. Aber gehen wir mal auf die Strategien ein. Also ich glaube, in deinem Panel-Talk auf dem BDME hast du ja auch schon drüber gesprochen, aber da gibt es ja schon so ein paar nette Geschichten, die man da machen kann. Ja, also wie gesagt, die Performance zwischen so einem festen Spot auf der personalisierten Editorial und einem beweglichen, algorithmischen Spot auf dieser personalisierten Editorial, die variiert schon stark. Also eins meiner Lieblingsbeispiele ist die Lo-Fi Beats, da sind ja 800 Tracks drin und ich glaube, lass es die ersten 20 sein, die fix sind. Der Performance-Unterschied ist wirklich drastisch. Klar ist es immer noch auf hohem Niveau, also wenn du in diesem algorithmischen Zustand bist, je nachdem, wie gut dein Track funktioniert, machst du da trotzdem deine 2.000, 3.000, 4.000 Streams am Tag. Aber hast du eben so einen Fixed-Spot, dann sind wir eben beim Zehnfachen. Also wir sehen da teilweise 60.000 Streams am Tag. Und so ist der Unterschied der Performance. Ja? Wenn ihr, die jetzt gerade zuhört, wenn ihr mal auf so einer personalisierten Editorial landet, ja, dann misst Spotify ja mutmaßlich auch die Performance des Tracks innerhalb dieser Editorial. Und während es früher schon eine gute Idee war, Werbung auf eurem personalisierten Editorial-Link zu schalten, wenn ihr dann mal so ein Feature bekommt, ist es jetzt eben noch ratsamer. Wenn ihr also auf so einer personalisierten Editorial landet, dann kriegt ihr in Spotify for Artists einen personalisierten Editorial-Link. Was ist das? Das ist praktisch ein Link zu der Playlist. Und wenn ihr da draufklickt oder irgendjemand da draufklickt, dann kommt die Person zur Playlist und euer Track ist auf der 1 und fängt als erstes an zu spielen. So. Wenn ihr jetzt also in diesem variablen, algorithmischen Zustand dieser Playlist seid, dann nehmt ihr diesen Link her und schaltet da einfach Werbung drauf. Dass einfach mehr Traffic von euch auf diesen Track kommt und hoffentlich bei Spotify ein rotes Lämpchen angeht, beim Spotify-Algorithmus, und da dann nachher steht, hey, der Track funktioniert auf dieser Playlist wahnsinnig gut. Da kamen Leute rein, haben auf den personalisierten Link geklickt und signalisiert, hey, wir wollen diesen Track auf dieser Playlist und wollen es auch hören. Und wir haben schon gesehen, dass Tracks da nicht nur in diesem algorithmischen Zustand weiter hochkommen, oder ich sag mal im Durchschnitt für mehr User weiter hochkommen, sondern potenziell auch eben aus diesem algorithmischen Zustand rausfallen und in so einen Fixed-Spot geraten. Und das wäre natürlich der absolute Jackpot. Ja, oder eben auch dann eben in den noch größere Playlist dann hochwandern. Das ist ja auch im Endeffekt das, was ja die Editoren in diesen ganzen Masterclasses ja auch spreaden, im Endeffekt an Knowledge. So, je besser ein Track innerhalb einer Playlist performt, desto eher sind ja auch die Chancen da, dann in eine größere Playlist dann zu wandern damit. Und also ich glaube, grundsätzlich ist ja immer der Schlüssel, auf einer Plattform gut zu performen, indem du Fans auf die Plattform aktiv bringst. Und sei das jetzt über Ads oder eben wie auch immer, ist, glaube ich, so der Way to go auf jeden Fall. Vor allem, ich glaube, dass es langfristig auch Sinn macht, insofern, dass wenn der Track auf der Playlist funktioniert, dann bleibt er auch mindestens in diesem algorithmischen Zustand,
ewig da drauf. Mhm. Also seitdem Spotify da ein bisschen was umgestellt hat, haben wir bei Dictus Tracks im Katalog, die sind seit Dezember 2022 im algorithmischen Zustand von so einer Editorial und werfen seitdem täglich 2.000-3.000 mhm. Streams ab. So, und das ist schon ganz, ganz, ganz beachtlich und wäre in dieser Form mit diesem früheren Editorial-Konstrukt auch gar nicht möglich gewesen. Mhm. Deshalb, ich finde es wahnsinnig gut. Wir werden sehen, wo es noch hinführt, aber aktuell ist es richtig cool. Jetzt gab es doch aber auch mal eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch geht, ich meine ja auch, dass die da regelmäßig mal was umstellen, aber du hattest doch damals auch einen Weg gefunden, selbst Tracks in Editorials, also in feste kuratierten Editorials, zu einzelnen Tracks Links zu bauen, mhm. wo dann genau dieser Track dann auch in der mhm. Playlist gespielt wird. Mhm. Das ist ja natürlich auch der Mega-Game-Changer. Also da musst du dich ja theoretisch gar nicht mehr zwingend auf den Personalized-Link Richtig. Dann verlassen, sondern kannst ihn dir selber zusammendübeln. Richtig. Das wäre wahrscheinlich ja. was für eine ganz eigene Podcast-Episode. Absolut, aber wen es interessiert, ihr könnt euch mal mit Deep-Linking ein bisschen beschäftigen. Das geht nämlich auch auf Spotify. Da kann man praktisch, im Grunde genommen, kurz gesagt, man hat einen Track-Link und in der tatsächlichen URL von dem Link packt man diesen Track in Kontext mit der Playlist und dann wird eben dieser Track innerhalb dieser Playlist gespielt, statt einfach nur der Track. Aber wie gesagt, schaut euch das mal an, ihr findet da online ganz coole Sachen dazu. Ja, cool. Ja, mega. Na cool. Willst du weitermachen? Die hat mir gut gefallen. Wir machen weiter mit, was ist Content ID und wie funktioniert das? Genau, also Content ID, also speziell das Wording Content ID findet eigentlich nur auf YouTube statt. Mhm. Also es ist im Endeffekt das Fingerprinting-System von YouTube selbst. Ja. Wir als Musikvertrieb schicken im Endeffekt bei jedem Release eine Audio-File auch an YouTube, welche dann als Fingerprinting-File genutzt wird. Und im Endeffekt mit jedem Video-Upload wird das Audio deines Videos als Uploader mit der Datenbank bei YouTube abgeglichen. Und sollte es da einfach eine Überschneidung geben, also sollte das System herausfinden, hey, in deinem Video wurde mein Track verwendet, dann wird das Video automatisch eben geclaimed und monetarisiert. Also gibt es verschiedene Policies, wir als Musikvertrieb bei Dictus jetzt fahren grundsätzlich eine Claim and Monetize Policy. Gibt es aber auch viel, viel striktere Policies, die dann sofort die Videos runternehmen und Co. Genau, also das ist so ein bisschen ganz grob gesagt das System. Selbst wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, du ein Live-Set gespielt hast auf dem Tomorrowland und der Track noch nicht released wurde bis dahin, wird es auch selbst im Nachhinein nochmal gescannt. Es dauert oftmals dann ein Stück weit länger, aber auch da finden regelmäßige Scans eben statt und sollte eben, wie gesagt, eine Überschneidung zwischen der Audio-Library und eben, oder der Audio-Fingerprinting-Library und eben den Videos stattfinden, dann werden diese Videos geclaimed und eben dann auch monetarisiert und es wird Geld verdient für den Künstler, die Künstlerin. Ist das dann immer das große Copyright-Infringement von dem hier, oder den Copyright-Claims, von denen die YouTuber immer sprechen? Im Endeffekt schon, ja. Und als YouTube-Creator im Endeffekt verlierst du dann sofort eigentlich auch den Anspruch darauf, dein Video zu monetarisieren. Also das ist so ein bisschen auch die Krux an der Geschichte, also weswegen ja auch ganz viele Video-Creator dahingehen, Copyright-Free-Music in ihren Videos zu verwenden, einfach damit sie selber in der Lage sind, ihr Video komplett von Anfang bis Ende selbst zu monetarisieren und das Geld einzustecken. Wie gesagt, diese Fingerprinting-Systeme gibt es auch woanders. Die heißen dann nicht Content-ID, die heißen dann halt irgendwie ein Stück weit anders. Gibt es auch auf TikTok, auf Facebook. Es sind, glaube ich, so die zwei anderen großen. Aber es ist wirklich ein gut laufendes System. Oftmals müssen wir es kurz erklären, auch den Künstlern, den Künstlerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, weil natürlich wir als Musikvertrieb on behalf of the artist, so gesehen, die Videos claimen, für uns claimen.
Und dann entsteht oftmals so ein bisschen die Frage, hey, warum claimt ihr denn jetzt meine eigenen Videos? Das sind doch meine Tracks. Ja. Aber das hat ja den Hintergrund, dass wir dann die Kohle dann für die Artists im Endeffekt dann einstreichen und dann natürlich auch logischerweise weiterverrechnen. Genau, das ist so ein bisschen der Hintergrund in der Geschichte. Verstehe. Also gerade artistseitig und labelseitig macht es natürlich wahnsinnig viel Sinn, vor allem wenn die Kanäle noch nicht selber monetarisiert sind von den Artists und den Labels, dann ist Content ID für mich eigentlich auch ein gutes Mittel, da früh schon ein bisschen Income mit der Musik auch auf YouTube zu generieren. Und klar, wenn jetzt eure Musik gepickt wird von einem riesengroßen YouTube-Kanal und die Content ID claimt das, dann kann da schon auch ein bisschen was bei rumspringen. Das ist schon nicht unattraktiv. Voll. Und vor allem, man muss auch sagen, anfangs war das natürlich das Content-ID-System vor einigen Jahren, wo das noch relativ am Anfang stand, sehr, sehr wonky. Also das hatte selbst relativ eindeutige Verwendungen, Audioverwendungen in Videos nicht erkannt. Jetzt mittlerweile ist es schon sehr, 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 sehr exakt. Ja. Dass selbst bei Live-Veranstaltungen oder Mitschnitten von Live-Veranstaltungen die Audios relativ gut erkannt werden auch. Also der Revenue Pool hier steigt auch eigentlich kontinuierlich, weil halt dieses System immer besser die Sachen auch erkennt. Ja. Aber ja, man muss ja auch dazu sagen, auf YouTube ist es nochmal viel, viel besser, more beneficial, wenn ein Track mal richtig in einem Video performt, weil da ja im Endeffekt nach Views bezahlt wird und nicht nach Verwendungen wie bei vielen anderen Plattformen da draußen. Ja. Also da kann es halt sein, selbst wenn nur ein Track, wenn dein Track nur in einem Video stattfindet, aber das Video komplett viral geht, dann kann sich das schon richtig lohnen für dich. Ja. Macht Sinn. Ja, währenddessen natürlich irgendwie in Facebook oder bei Facebook oder bei TikTok nach der Verwendung des Audio-Sounds bezahlt wird. Volumen der Verwendung, genau. Also je nachdem, wie viele Videos es gibt, desto eher wirst du bezahlt. Während es auf YouTube mehr Klicks ist, mehr Bezahlung. Voll, ja. Richtig. Splice ist so ein bisschen eine Sache, ne? Splice, Sample Pack, Royalty-Free Vocals. Problematisch. Denn gerade, wenn man jetzt halt Tracks mit klassischen, ich sag mal, melodischen Splice-Samples macht oder überhaupt Royalty-Free-Samples, dann kommt es da ja auch häufiger mal zu Content-ID-Ping-Pong, nennen wir es jetzt einfach mal, wo sich die Claims hin und her geschoben werden. Weil im Grunde genommen hat ja erstmal keiner die Rechte an diesem Sample, weil es eben Royalty-Free ist. Mhm. Faktisch ist es aber so, wer das Sample zuerst benutzt hat und zuerst mit Content-ID praktisch in die Datenbank gebracht hat, der wird früher oder später anfangen, auch alle anderen, die dieses Sample nach ihm nutzen, zu claimen. Ist das richtig? Bedingt, weil ich glaube tatsächlich, sobald jemand erneut eben die Rechte an diesem Audio-Fingerprint für sich, wie sagt man? Claimed. Ja, claimed. Ja. Musst du praktisch erstmal nochmal beweisen, dass du die Rechte auch tatsächlich hast. Also, um es kurz zu machen, eigentlich verbietet YouTube den Vertrieb von, ich sage jetzt mal, klaren Samples für Content-ID. Ja. Weil natürlich total unklar ist, wem jetzt tatsächlich die Rechte gehören. Ja. Weil laut den Policies von Splice, auch die sind ja relativ unterschiedlich, habe ich jetzt gelernt über die letzten ein, zwei Jahre, ist es ja, die erlauben zwar ja den Track dann auch zu veröffentlichen für den Künstler, die Künstlerin, aber du darfst natürlich nicht sagen, okay, dieses Sample gehört 100% dir, weil du ja natürlich dann auch gleichermaßen Tracks anderer damit claimen würdest, die ja genauso das Recht hätten, das Ding zu vertreiben. So, und das macht es halt einfach in diesem Fingerprinting-Konstrukt total schwer zu identifizieren, wer jetzt tatsächlich die Rechte hat und wer nicht. Also wenn ihr ein klares Sample habt, und wir sprechen hier nicht von der Kick, nicht von der Snare, nicht von einem Top-Loop, wir sprechen von melodischen Loops, melodischen Samples, Vocals, klar erkenntlichen tonalen Dingen, dann ist die klare Empfehlung,
ist immer von der Content-ID und den Fingerprinting-Stores auszuschließen. Das führt häufig zu Problemen. Ja, 100%. Kann man genauso sagen. Cool. Gut, dann mache ich mal weiter. Wir haben es vorher schon kurz angerissen. Lohnt es sich, Ads auf seinen Releases zu schalten? Ja. Weiter geht's. Warum? Nein, also wir hatten ja schon ein paar Mal, glaube ich, im Podcast auch drüber gesprochen, dass ja dieses Ads-Thema schon ein Thema für sich ist, auch dass man sich da ja schon relativ detailliert befassen sollte, bevor man ja auch überhaupt eine Ad schaltet. Es ist auch irgendwie ein Job für sich, ne? Also Marketing ist ja nicht umsonst auch ein Job, und trotzdem wird natürlich auf Künstlerseite oder auf Labelseite immer erwartet, dass jeder alles kann, und gerade deshalb sprechen wir ja auch drüber, weil es ein ganz wichtiger Faktor ist. Und ich habe die Frage ja gerade schon kurz beantwortet. Die Antwort ist definitiv ja, auch wenn es nicht immer sofort so aussieht. Ich würde die Frage sogar ein bisschen anders stellen. Macht es Sinn, auf meinem Katalog Werbung zu schalten? Mhm. Denn auf einem Track wird es schon monetär fast ein bisschen schwierig. Wenn wir von ROAS, also Return on Ad Spend, sprechen, was steckt ihr rein, was kriegt ihr später raus, dann ist Werbung auf einem Track katastrophal. Mhm. Also selbst wenn du irgendwie ein CPC oder ein Cost per Conversion hinbekommst, der in einem sensationellen Bereich liegt für Meta und TikTok, also selbst wenn es 3 Cent sind oder so, dann ist es nach Adam Riese immer noch nicht genug. Dann zahlst du 3 Cent, um jemanden auf Spotify zu kriegen, und Spotify zahlt dann 0,00x. Mhm. Ja. Insofern, für einen Track und kurzfristig lohnt es sich vielleicht nicht. Aber Musikindustrie ist ja ein Marathon und kein Sprint. Dementsprechend, wenn ihr ein Label habt, wenn ihr ein ambitioniertes Projekt habt, das auch über einen längeren Zeitraum geht, wo mehrere Releases kommen, dann macht es auf die lange Sicht definitiv Sinn, Werbung zu schalten. Ich glaube, es zahlt halt auch auf ein ganz anderes Konto ein. Ja. Also ich glaube, man darf es nicht auf wirtschaftlicher Ebene irgendwie bewerten, Ads zu schalten, sondern eben eher auf so einer wirklichen Meta-Ebene. Mhm. Du bringst ja wirklich aktiv neue Nutzer irgendwie auf deine Musik, die potenziell dann vielleicht auch Fans deiner Musik werden, die vielleicht irgendwann mal zu deiner Show kommen, die vielleicht irgendwann mal dein Merch kaufen, wie auch immer. Jetzt ist es natürlich super schwer, aus dieser Masse an Leuten, die du da targetierst, auch tatsächlich rauszufiltern und die da so zu konvertieren. Ich glaube, das ist ja auch wieder ein ganz anderes Thema für sich. Aber ich würde es immer aus dieser Maske oder aus dieser Brille betrachten. Natürlich solltest du dich jetzt nicht irgendwie in finanziellen Ruin schütten damit, aber ich glaube, unterm Strich profitierst du nur langfristig davon. Definitiv. Und wie gesagt, es ist einmal so eine fanbildende Maßnahme, und wenn wir nochmal über den Spotify-Algorithmus sprechen, ist das auch ein großer Faktor, denn schaltest du Werbung auf deine Releases, erhöhst du deine Chancen, Discover Weekly zu triggern, wirklich ganz, ganz, ganz erheblich. Ne? Und das geht wirklich auch fast nur so, denn es sieht so aus, als wäre gerade die Discover Weekly algorithmische Playlist eben getriggert durch Streams, die von deinem Spotify-Profil kommen. Nicht von anderen Playlists, nicht von Editorial, sondern wirklich von deinem Profil, von deiner Release-Seite. Und das kriegt man in aller Regel, wenn man jetzt kein Superstar ist, eigentlich nur mit Werbung hin. Und das haben wir in der Vergangenheit schon auch regelmäßig funktionieren sehen. Mhm. Aber nochmal, es macht definitiv als langfristige Taktik mehr Sinn. Und wenn wir vielleicht auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, was die fanbildende Maßnahme dahinter ist und dass es ein bisschen schwierig ist, die Leute da rauszufiltern. Auch das wird mit der Zeit deutlich leichter. Hm. Ich glaube, wir haben es schon mal gesagt, man hat ja auf den Plattformen die Möglichkeit, Zielgruppen so ein bisschen rauszufiltern. Also ich schalte heute eine Werbung, du reagierst drauf. Ja. Ja? Wenn ich meine nächste Kampagne schalte, dann kann ich eine sogenannte Custom Audience erstellen,
Das geht auf TikTok, das geht auf Meta, eigentlich bei allen Werbeplattformen. Und die Custom Audience besteht dann aus Leuten, die bereits mit mir interagiert haben. Mhm. Ja? Und dann schalte ich beim nächsten Release wieder Werbung eben auf diese Custom Audience, wo du ja jetzt drin bist, weil du mit dieser ersten Werbung interagiert hast. Und so kann man praktisch langfristig Superfans rausfiltern. Mhm. Was nur super schade ist, ist, dass es irgendwie fast niemand so langfristig durchzieht. Mhm. Und dementsprechend ist mein Tipp, ihr braucht gar kein Riesenbudget. Mhm. Wir haben das funktionieren sehen mit 5 oder 10 Euro am Tag. Das geht. Ja. Ihr braucht kein Riesenbudget. Ihr braucht wirklich einfach nur Ausdauer und ihr müsst es mit einer guten Strategie lange Zeit durchziehen. Und dann macht es definitiv Sinn. Wie gesagt, ein Release schwierig, 2 Releases schwierig. Wenn ihr jetzt aber einen Katalog habt, ihr macht ein Album, dann macht es definitiv Sinn. Ja. Ich glaube halt auch, das ist so ein bisschen vergleichbar wie mit jeder anderen Industrie da draußen auch. Wenn wir jetzt hier irgendwie zum Bahnhof vorlaufen und, keine Ahnung, ein Werbeplakat sehen von Mercedes. Genau. Der Streuverlust ist ja dann noch viel, 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 viel größer, weil wahrscheinlich von den 100.000 Leuten, die da jeden Tag irgendwie vorbeifahren oder vorbeikommen, wird sich wahrscheinlich einer, wenn überhaupt, ein Mercedes kaufen am Ende. Aber trotzdem, es geht ja auch um die Markenpräsenz auch irgendwo. Ich sehe das auch noch viel, viel relevanter, gerade auch in diesem Festival-Kontext, wenn du jetzt mal irgendwo spielen solltest. Leute sind schon mal irgendwie über deinen Namen gestolpert oder es resoniert vielleicht mit denen, weil sie vielleicht schon mal irgendwie eine Ad gesehen haben oder dergleichen und geben vielleicht dir dann potenziell eher die Chance und schauen sich die Show an, als vielleicht mit einem Künstler, den sie noch nie irgendwo gelesen haben oder der noch gar nie irgendwie mit ihnen irgendwie verbandelt war. Also ich glaube, auch unter dem Aspekt kann das echt funktionieren. Voll, definitiv. Und wie gesagt, zu versuchen, die Leute immer wieder zu treffen. Ja. Ich glaube, das muss am Ende das Ziel sein. Ja. Denn mit dem eigentlichen Volumen an Leuten, die man erreicht, wird es erstmal schwierig, da direkt einen Nutzen rauszuziehen. Aber wenn ihr die richtigen Leute immer, immer wieder erreicht und die immer mehr in euren künstlerischen Kosmos zieht, dann macht es langfristig auf jeden Fall Sinn. Und um die Plakatanalogie noch ein bisschen weiterzuführen, wir laufen ja durch Stuttgart und sehen ein Plakat für eine Veranstaltung. Ja? Und die Aufmerksamkeitsspannen, insbesondere wenn man im Auto sitzt, die sind ja wahnsinnig kurz. Ja. Also ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber 0, irgendwas Sekunden. Wenn du jetzt aber weiterfährst und dasselbe Plakat noch 5, 6 Mal siehst, dann hast du es auf einmal im Kopf. Und genauso funktioniert auch Werbung. Also es ist eine langfristige Strategie. Man muss sich vorher ein bisschen Gedanken drüber machen und dann muss man es ehrlich gesagt einfach durchziehen. Voll gut. Aber hast du da vielleicht noch mal, ich weiß, das wäre jetzt auch wahrscheinlich ein Panel oder ein Podcast für sich, aber hast du so, sag ich jetzt mal, 5 Sachen, auf die du achten würdest, wenn du eine Werbung schaltest? Also, sag ich jetzt mal, irgendwie der Werbetyp, Traffic, Conversion, wie auch immer, anhand welcher sich vielleicht auch die Zuhörer so ein Stück weit hangeln können? Vielleicht auch nicht schlecht, weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Okay. Was ist der Unterschied zwischen einer Conversion und einer Traffic-Kampagne? Dann kannst du gleich selber beantworten. dann bauen wir das gleich mit ein. Ja. Also, auf allen Marketing-Plattformen, egal ob das jetzt TikTok ist, egal ob das jetzt Meta ist, habt ihr sogenannte Marketing-Objectives. Ja? Und diese Objectives sind dann, hey, ich möchte Link-Klicks haben. Ich möchte Conversions haben. Ich möchte Website-Aufrufe haben. Ich möchte Anrufe haben. Ich möchte Store-Besucher haben, jetzt bei Real-World-Stores praktisch zum Beispiel. Und mit diesen Objectives kann man praktisch den Werbeplattformen, lass mal einfach von Facebook sprechen, kann man Facebook sagen, ich möchte darauf optimieren. Und in aller Regel optimiert Facebook dann auch eben auf genau das, was du ihm gegeben hast. Optimierst du auf Likes, kriegst du Likes. Optimierst du auf Kommentare, kriegst du Kommentare. Mhm. Genauso läuft das. Jetzt gibt es in dieser Musikmarketing-Welt, egal ob für Releases oder für
Playlists und Co. immer diese große Diskussion, ob wir jetzt eine Link-Klick-Kampagne laufen lassen oder eine Conversion-Kampagne laufen lassen. Ganz kurz, was ist der Unterschied? Link-Klicks optimieren auf Link-Klicks. Das wäre zum Beispiel vor allem der Swipe-Up bei einer Story zum Beispiel oder wenn man so eine Feed-Ad sieht auf jetzt anhören klicken zum Beispiel. Während Conversions noch einen Schritt weiter gehen. Ne? Vielleicht ein bisschen über, wo kommen Conversions eigentlich her. Das ist mit einem Online-Shop zum Beispiel ein bisschen einfacher erklärt. Bei einem Online-Shop zum Beispiel benutzt man Conversions, um ganz bestimmte Buttons auf einer Website zu tracken und auf diesen Button zu optimieren. Habe ich jetzt also einen Online-Shop, dann will ich ja, dass Leute diese Hose in ihren Warenkorb legen. Ja? Und so kann ich das mit Conversions genau machen. Ich kann da Meta, Facebook sagen, hey, ich möchte darauf optimieren, dass Leute auf meiner Website auf in den Warenkorb legen klicken. Das ist praktisch wie Linkklicks auf Steroide. Ne? So viel zu der Erklärung, der Unterschied zwischen den beiden. Jetzt, warum ich ein starker Verfechter bin von Conversion versus Linkklick, ist ganz einfach deshalb, weil ich mit dem Meta-Team gesprochen habe und die mir gesagt haben, dass Linkklick nicht nur auf tatsächliche Linkklicks optimiert, auf Swipe-Ups, auf jetzt anhören, sondern auch auf Likes, Follows, Profilaufrufe, nur das Öffnen der Kommentarspalte. Warum? Wenn ihr jetzt zum Beispiel durch die Instagram Reels scrollt und ihr auf ein Like klickt, dann ist das im Meta, im Facebook-System ein Link. Ja. Weil hinter diesem Like-Button im Meta-System ein Link ist. Mhm. Ja, ihr klickt da drauf, das ist ein sogenannter Hyperlink und dann zählt es praktisch als Link-Klick. Eigentlich total missverständlich. Wahnsinn. Und ich habe ja in den letzten Jahren mit Leuten gesprochen, die Hunderttausende an Werbebudget rausknallen und niemand weiß das. Also Wahnsinn, für mich persönlich absoluter Wahnsinn. Aber gut, dass wir es jetzt wissen und hier auch weitergeben können. Ja. Und gerade deshalb, weil eine Link-Klick-Kampagne eben doch nicht nur auf Link-Klicks geht, optimiere ich gerne auf Conversions. Ja. Und man muss ja auch fairerweise dazu sagen, klar, so eine Conversion-Ad ist ja dann im Normalfall auch ein Ticken teurer dann. Mhm. Also da ist die wirkliche Conversion dann am Ende teurer als der Link-Klick. Ja. Und natürlich, während viele darüber diskutieren, ja, wie viel irgendwie, wie ist dein CPC, wie Kost auch immer. Per Link-Klick, ja. Meiner ist unter 3 Cent, das war ja lange die Diskussion. Ist es immer noch leider. Und während es ja auch irgendwo stimmt, dass man natürlich so günstige Conversions wie nur möglich versucht zu bekommen, sollte natürlich das Ziel ja trotzdem ganz anderes sein. Und zwar wirkliche Conversions zu erhalten. Und, qualitative Conversions zu erhalten. Genau, das ist der Punkt. Also wir hatten das ja wirklich, und ich meine, wir hatten das auch schon mal hier im Podcast behandelt. Wir haben ja jahrelang auch Link-Click-Kampagnen geschaltet auf unseren Playlisten und da auch wirklich sehr, sehr viel Geld investiert. Du genauso mit deinen Sachen. Voll. Aber man merkt relativ schnell, dass ja auch die Follower, die dann auf dieser Playlist stattfinden, die man ja vermeintlich auch als Conversion irgendwo sehen kann, weil das ist ja im Endeffekt das Ziel der Kampagne gewesen, Playlist-Follower zu bekommen, ist die Qualität doch relativ dürftig. Ja. Ich glaube einfach, Leute, die nicht einfach nur auf den Link klicken, sondern wirklich diese Extrameile gehen, Link klicken, auf der Landingpage landen, nochmal irgendwo draufklicken, woanders zu landen, dort auf Follower klicken, das ist einfach doch nochmal eine andere Qualität, als einfach potenziell nur auf einen Link zu klicken. In der digitalen Welt ist es ein total weiter Weg. Ne? Bis dahin hat man gewartet, bis 3 neue Websites geladen sind. Das ist schon ganz schön was. Ne? Ja. Und man sieht diese Qualität der User, denen dieser Content ausgespielt wird, sieht man auch, je nach Objective, das man auswählt. Und auch das war eine Sache, die mich damals total, ich dachte, wow. Weil wenn man jetzt auf Link-Klicks optimiert, wie gesagt, optimiert man ja automatisch auch auf Likes, Follows und so weiter, weil all das bei Meta Link-Klicks darstellen. Ja?
Und wenn man das mal vergleicht, die Interaktion, die man zum Beispiel auf so einem Beitrag kriegt oder auch Follower, die auf dein Profil hinzukommen, von Traffic versus Conversion, dann ist es wirklich umwerfend. Weil bei Traffic sind das wirklich Leute, die halt vielen Leuten folgen. Das sind dann Accounts, die folgen 2.000, 3.000 Leuten, weil Facebook eben genau auf diese optimiert. Ja? Mhm. Und bei Conversion, das sind ganz normale Everyday You and Me Instagram-Profile, die 200, 300, 400 Leuten folgen. Und das sieht dann auch schon viel, viel besser aus. So viel zum Thema Traffic versus Conversion. Vielleicht noch ein paar andere Tipps zum Werbung schalten. Ja. Ich würde Musik oder Werbung für Musik grundsätzlich in den Hochformaten schalten. Mhm. Egal, ob das jetzt TikTok ist, Reels, Stories. Warum? Nicht wegen dem Format, sondern in den Stories, in den Reels, auf TikTok haben die Leute ihren Ton meistens an. Während wenn sie durch den Feed scrollen, auf Instagram oder durch Facebook zum Beispiel, ist der Ton meistens aus. Mhm. Und für Musik ist es dann doch ein recht ausschlaggebender Punkt. Ja. Dann würde ich schon mal die Visual-Seite mal angucken. Was wir leider gelernt haben, ist, dass wirklich künstlerisch tolle visuelle Assets manchmal underperformen, im Gegensatz zu irgendwelchen Assets, wo man selber vielleicht sagt, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ne? Also das Stichwort ist da definitiv testen, testen, testen. Voll. Sobald ihr eine Idee habt für so ein Stück Content, für so ein Asset, für so eine Story einfach, schreibt die auf und ich kann es wirklich nur empfehlen, testet da 4, 5, 6 verschiedene Videos, wenn ihr könnt. Ja? Und am Ende lasst ihr leider einfach die Zahlen entscheiden. Ich habe da auch persönlich immer künstlerisch ein großes Problem mit, weil ich immer denke, also dieses wunderschöne Asset, lang gedreht, schön geschnitten. Aber sticht halt weniger vielleicht raus. Das hätte jetzt funktionieren müssen. Aber das funktioniert und das ist so in einer Minute irgendwie hingeknallt. Ja. Aber ja, du hast recht, es sticht dann halt raus. Und das müsst ihr euch wirklich dann auch unemotional angucken und sagen, was sagen die Zahlen? Und dann, wie gesagt, macht Conversion, macht Story, testet eure Videos, testet vielleicht auch verschiedene Parts aus den Tracks, aus den Songs. Manchmal auch hier funktionieren Parts, die ihr euch gar nicht vorstellen konntet vorher. Es ist häufig gar nicht der Chorus. Und dann, wenn ihr eine Kampagne habt, die läuft, die funktioniert, die nach euren Tests die günstigste war, dann lasst ihr die bitte einfach laufen. Nicht mehr anfassen. Nicht mehr anfassen. Never change a running system und es zählt ganz normal, zählt ganz vor allem auch auf Werbung ab. Cool, sehr gut. Genau. Ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir es dann. Ich denke auch. War eine witzige Folge auf jeden Fall, sehr informativ. Also ich habe tatsächlich auch selber ein, zwei Sachen gelernt. Oh, ich hoffe doch. Also wenn ihr noch Fragen habt, super, packt gerne. Die gerne irgendwie in die Kommentare oder eben in, wie auch immer, in die Shownotes. Schreibt uns. Wir sind überall, wo es Social Media gibt. Genau. Im Endeffekt. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Episode. Ciao. Bis dann.